Willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Wo sind die Fackeln? Da sind die Fackeln. Da ist die Waffe. Da ist ein Schwert. Ah, das ist dann wohl das Schwert, mit dem man diese Typen erledigen kann. Zu Ende ist ein langer Weg. Auf dem Weg zu dir. Brennen soll deine sterbliche Hölle. Das wollen wir doch mal schön bleiben lassen. Oh, ein Stufenaufstieg. Beim letzten Mal habe ich noch gemeint, nee, das wird nichts. Aber hey, das hat ja super geklappt. Und irgendwie war der Typ jetzt voll einfach, oder? Also jetzt mal unter uns, das war doch jetzt keine Herausforderung. Dafür gibt es hier allerdings ein... sonderbares Schwert. Und dieses sonderbare Schwert, kann ich das auswählen? Sieht nicht so aus. Das ist dann wohl keine Waffe, die ich gerade benutzen kann, sondern vielleicht irgendwo ein Artefakt. Nein, Artefakt sollte Schmuck heißen. Wenn ihr mich fragt. Ja, wird zwar auch nicht sein. Vielleicht dann da hinten, bei Verschiedenes. Vielleicht oben? Nee. Da ist es doch, genau. Sonderbares Schwert. Ein wundervoll gefertigtes Schwert. Uralte Runen sind in die Klinge eingraviert. Vielleicht kann Xardas diese Runen entziffern, bevor er das Schwert identifiziert hat. Dann lege ich es besser nicht an. Ja, das ist sehr weise. Das könnte ja auch irgendwas Dämonisches oder Schwarzmagisches oder überaus Mächtiges, dass ich meiner Seele bemächtigt sein und mich dann ins Verderben stürzt. Lieber mal Xardas fragen, was der dazu meint. Der ist ja schließlich komplett vertrauenswürdig. Ich glaube, wenn ich von der Seite aus durchgehe... Okay... Diesmal hat es nicht ausgelöst durch meinen Pfeil. Wow, das war knapp. Interessant, das heißt, die Auslösung erfolgt wirklich am äußersten Rand dieser Kammer. Meine Güte, war das knapp. Ich dachte gerade, es würde mich noch erwischen. Da komme ich jetzt durch die Stacheln durch, darauf habe ich keine Lust. Da würde ich wahrscheinlich... tausendmal versuchen durchzukommen und jedes Mal sterben. Dann gehe ich lieber hier rum, kletter eine Runde nach oben. Kann ja nicht so schwer sein. Wow, meine Güte. Diese Grafikfehler. Genau, da unten war ich letzte oder vorletzte Folge. Und das hier ist jetzt nicht so hoch, als dass ich da nicht hochkommen würde, oder? Nein, das klappt. Wunderbar. Sehr schön. Und damit... wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich sämtliche Wege bis auf einen erforscht haben. Denn ich glaube, das hier führt letzten Endes auch nur hier runter. Genau. Nehme ich mal mit. Und damit bleibt mir nur noch der Weg durch das vor einigen Folgen geöffnete Tor. Oder die vor einigen Folgen geöffneten Tore. So, da drin war ich. Da habe ich Bilder geguckt. Das da ist eine Sackgasse. Und das da, wenn ich mich nicht täusche, ist so eine Kammer, in der Dinge rumliegen. Immerhin keine Stacheln von oben. So, was haben wir hier? Ein paar Tränke. Finde ich gut. Und eine Trollfaust. Hey, die habe ich doch, die Waffe. Warum habe ich dafür Geld ausgegeben? Nein. Habe ich vielleicht eine stärkere? Nee, habe ich nicht. Schade. Na, was soll's. Wird schon passen. Was gibt jetzt eigentlich besseren Schutz? Die Wasserrobe oder die Plattenrüstung? Also für Feuer und Magie die Rüstung. Ah, die Plattenrüstung ist schon besser. Gut, ich habe gerade Tränke gefunden. Ich wollte mal schauen... Genau, Elixier der Geschicklichkeit. Plus 8. Wow. Bonus für maximales Mana 15. Vielen Dank. Stärke plus 8 nehme ich auch gerne. Und Lebensenergie plus 15 nehme ich auch sehr gerne. Vielen Dank.
Genau das habe ich mir gedacht, dass es solche Tränke hier sein können. Und das spricht auch dafür, dass es jetzt sich dem Ende zuneigt, wenn ich nochmal solche Verstärker hinterhergeworfen kriege. Hier habe ich gerade Gegner gesehen. Und es ruckelt tierisch. Wow! Nein! Ich wollte erst den Dämon. So, da habe ich den Dämon und jetzt... Meine Güte, war das knapp, ne? Gegen die beiden Einzelnen habe ich kein Problem. Aber zwei auf einmal sind halt einfach, ja, nicht unmöglich, aber es ist schwer zu koordinieren. Es ist wirklich schwer zu koordinieren. Und deswegen mag ich das nicht gerne. Also zwei Gegner auf einmal sind deutlich stärker als zwei einzelne Gegner. So, das sollte reichen an Heilung. Ja, das reicht. Fackel brauche ich nicht, ist hell genug. Oh, ein Dämon. Ey! So, wo geht's hier hin? Ist das ein seltsamer Stein im Boden? Nein. Na, Dämon? Nee. Warum genau habe ich die Fackel weggelegt und nicht wieder aufgenommen? Ich weiß es nicht. Es ist so dunkel hier. Aber irgendwie gibt es auch nichts. Vielleicht ist hier deswegen ja so dunkel, weil es hier einfach nichts zu sehen gibt. Ah, ein Dämon. Jetzt bleib doch mal da. Junge. Wobei, haben Dämonen eigentlich ein Geschlecht? Haben Dämonen ein Geschlecht? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Und ist das da oben ein Gang, durch den ich vielleicht hier hätte reinkommen können? Oder zurückkommen werde? Wer weiß? Könnte sein. Ich speichere mal. Puh. Ah, ich habe doch gewusst vorhin, dass da jemand eine Waffe gezogen hat. Erstmal alles nehmen, die Waffe nehmen und tschüss, Templer. Tut mir leid, aber ich brauche keinen Idioten, der mich wieder angreift. So, und jetzt fehlen mir 150 Lebenspunkte. Das müssten einfach drei von denen sein. Dann sollte ich quasi geheilt sein. Ja, bin ich. Sehr gut. Die Fackel. Die Fackel. Hätte ich gerne wieder. Weiß gerade nicht, ob ich da hoch kann. Auch hier gibt es nichts mehr. Also letzten Endes gibt es hier wohl nur einen Weg, nämlich den nach unten. Ins Verderben. Oder halt rüber zu dem Turm. Das sieht wirklich nach Verderben aus. Nee, darauf habe ich gerade keine Lust. Vielleicht beim nächsten Mal. Oder vielleicht schubse ich ja einen von den komischen Templern darunter. Schauen wir mal. Ich selber möchte allerdings da gerne nicht drauf gehen. Und bevorzuge deswegen Grashvarak Arushkat. Ist ein T da hinten, oder? Kann ich nicht genau lesen. Schauen wir mal, was? Sobald ich ziele, spricht er mich an. Finde ich nicht gut. Jetzt habe ich gar keine Zeit mehr, auf Nahkampf zu wechseln. Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Ey, willst du nicht kämpfen? Moment. Kann ich den jetzt nicht... Verdammt. Ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere... Nun wirst du sterben. Nichts wie weg hier. Sterben? Ah, Hilfe! Ich will nicht sterben. Ich hab gerade erst gesagt. Hilfe!
Was tut der denn da? Sagt er mir Leben ab oder was? Sieht so aus, ja. Du Sau! Was sagt denn das Tagebuch? Ich brauche eine Waffe, die mächtiger als alles andere ist. Vielleicht die Waffe, die ich gefunden habe bei einem anderen Schamanen. Hm? Vielleicht ja die. Die Xardas mal anschauen sollte. Das ist, wie ich finde, eine sehr naheliegende Vermutung. Ich habe jetzt zum Glück schon die Statue, mit der ich dann wieder reinkomme. Das heißt, jetzt rauszugehen ist ja kein Problem. Das Problem habe ich ja schon gelöst beim, keine Ahnung, vor wie vielen Folgen das war. Schon ein paar Folgen her. Wenn das auch eher aus eigener Dummheit war, dass ich da rausgehen musste. Immerhin sind da draußen jetzt keine Orks, die mich irgendwie, die mir auflauern oder so. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Wow, wo kommt die denn her? Die habe ich doch gerade erst noch besiegt, ja. Also vor vielen Folgen mit Gorboba zusammen. Wo kommen denn jetzt bitte diese ganzen Viecher her? Da vorne ist auch nochmal ein Ork. Ich habe doch hier alles durchsucht und alles sauber gemacht, damit genau sowas nicht passiert. Damit mir niemand in den Rücken fällt, damit ich, wenn ich abhauen muss, einfach durch kann, ohne Wegelagerer. Ah, das ist schon irgendwie ärgerlich. Ich brauche 8000 Erfahrung. Boah, das könnte sogar klappen. Wenn diese ganzen Schamanen 8000 Erfahrung geben. Und der letzte auch noch. Also unter der Annahme, dass ich ihn mit dem Schwert dann wirklich besiegen kann. Dann könnte ich sogar nochmal leveln. Allerdings bin ich halt wieder innen drin. Und nicht draußen. Hier drin habe ich keine Lehrer. Hm. Oh, jetzt hört mal auf zu blocken, Junge. Sonst blocke ich dich selber gleich. Nein! Ich sagte nein. Hör doch mal auf mich. Das war zum Glück jetzt überhaupt nicht knapp oder so. Ich sagte nein. Blöder hoher Tempelwächter. Ich sagte nein. Die Leute müssen einfach mal lernen, nein zu verstehen. So, jetzt fehlen mir noch 5 Lebenspunkte. Na, toll. Kriege ich die her? Hier, eine Schüssel Reis. So. Nur um sicher zu gehen. Und weil es gerade so knapp war, speichere ich. Jetzt hier meine Waffe. Das ist irgendwie schon ein bisschen ärgerlich, dass ich hier wirklich alles sauber gemacht habe und plötzlich sind da wieder Gegner. Finde ich ein bisschen, ja, wirklich ärgerlich. Tatsächlich. Vor allem, ich hab halt echt die ganze Mühe hier gemacht. Und es wird halt irgendwie überhaupt nicht belohnt, habe ich so das Gefühl, sondern eher bestraft. Wobei, bestraft jetzt nicht unbedingt. Ich weiß ja nicht, was passiert wäre, wenn ich nicht gesäubert hätte. Das muss ich realistischerweise sagen. Kriege ich den einen, bevor der andere kommt? Ja. Das Gerät ist mir egal, der Magier ist mir nicht egal. Ich bin hier weg. Darum kümmere ich mich auf dem Reihenweg wieder. Oder ich laufe einfach unten rum. Oh, meine Güte. So viele Orks. Tschüss. Ich bin dann mal weg. Lalalalalalala. La la la. La la la. Ich bin aber weg. Tschüss. La 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 la. Na komm. Den einen, der mir folgt, den kriege ich noch. Ich sagte, den kriege ich noch. Ich sagte, den kriege ich noch. Hör doch mal. Diese dämlichen Tempelwächter müssen echt mal lernen, auf mich zu hören. Ja, okay. Was soll's. Das wird hier nichts mehr. Die blocken alles. Irgendwie klappt das gerade nicht. Gott, hoffentlich falle ich jetzt hier nicht runter. Lalala. Warum kann ich gerade nicht ins Menü? Menü. Hallo. Menü? Menü. Menü, da bist du. Wo habe ich gespeichert? Da habe ich gespeichert.
Ja, kurz vor der Flucht. Ach so, schneid das Ganze raus? Nein, ich glaube nicht. War ja unterhaltsam. Was ich stattdessen tun werde, ist mir einen Trank schnappen. Nämlich den hier. Um eine Minute lang zu sprinten. Und damit sollte ich doch hier gemütlich durchkommen. Also gemütlich nicht, aber gemütlich schon im Sinne von ohne groß kämpfen zu müssen. Vielleicht auch hier rüber. Damit die da oben rechts mich nicht verfolgen. Durch die Skelette durch. Und ich hätte mir eine Fackel nehmen sollen, damit ich hier auf den dunklen Teil nicht wieder abstürze. Ach komm. Ich hab so viel Vorsprung. Fackel, 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 Fackel. So. Nee! Sag denn nein. Da will ich hin. Ey! Bin ich noch schnell? Warum bin ich nicht mehr schnell? Die Minute ist noch nicht um. Ist die Minute schon um? Guckt mal auf die Zeit, schreibt mir einen Kommentar bitte. Ich glaube, die Minute ist noch nicht um. Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich hereingelegt. Das hat mich gerade sehr viel Lebenspunkte gekostet. Das ist ärgerlich. Blödes Spiel. Na egal, ab nach draußen. Kann ich mich heilen im Orkdorf oder in der Orkstadt? Ich glaube nicht. Ich glaube, in der Orkstadt gibt es keine Betten, die ich benutzen kann. Es gibt nur das eine Lager in der einen Felsschlucht. Was gibt's hier eigentlich? Diese Statuen, kann ich die irgendwie... Nee, ne? Ich habe irgendwas, als ich nachgelesen habe, gelesen, dass es hier außen irgendwie ein Rätsel geben soll. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Wahrscheinlich täusche ich mich da. So, nachdem es jetzt drin neue Gegner gab, möchte ich einmal kurz einen Blick hier nach draußen werfen, ob es hier auch neue Orks gibt. Das sieht aber gerade nicht danach aus. Sehr gut. Das heißt, ich kann mir jetzt erlauben, mich gemütlich zu den Wassermagiern zu teleportieren. Und da ich so viele Lernpunkte habe, werde ich, glaube ich, mal den fünften Kreis der Magie lernen. Magie zu Ehren. Boah. Ich bin bereit für den fünften Kreis. So soll es geschehen. Ich werde dich die Macht des fünften Kreises lehren. Der Sturm des Feuers, die Welle aus Eis und die Macht, Untote zu vernichten, sind wahrhaft mächtige Sprüche, deren Runen dir nun untertan sind. Doch der mächtigste Zauber des fünften Kreises ist die Welle des Todes. Solltest du in den Besitz dieser Rune gelangen, dann bist du im Besitz gefährlicher Macht. Hüte dich vor dem Einsatz dieser Magie. Sie ist eine Gabe des dunklen Gottes. Du hast jetzt alles gelernt, was ich dir beibringen kann. Erkenne deine Grenzen. Dann wirst du deine wahre Macht erkennen. Wow! Vielen Dank für die... Mögest du in einem Stück zurückkehren. Für die interessante Lektüre über Zaubersprüche. Die Welle des Todes, das klingt sehr interessant. Habe ich die denn? Blitz, Feuerball, Feuerregen, Feuersturm, bla 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 bla. Nein, habe ich nicht. Schade. Schade, schade, schade. Naja, vielleicht finde ich die ja noch. War da nicht irgendwas mit Runen und dem Schwert oder so? Keine Ahnung. Da war irgendwas. Aber was ich tun möchte mit den restlichen Punkten, ist meine Stärke erhöhen. Ich möchte meine Stärke erhöhen, damit ich noch mehr Schaden mache im Kampf. Vielleicht war es jetzt auch nicht so klug, die Stärketränke schon zu trinken. Ich weiß ja nicht, wie hoch Laris mich trainieren kann. Ich würde sagen, ich probiere es einfach mal aus. Hey Laris! Altes Haus. Ich will mich verbessern. Bring mir mal bei, wie ich stärker werde. Du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Och nö. Du solltest etwas anderes lernen. Tatsächlich haben wir jetzt diese Tränke das versaut. Schade. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich ja dachte, ich komme hier nicht mehr raus. Das heißt, ich habe den Zeitpunkt des nicht mehr rauskommens
den Zeitpunkt des Rauskommens knapp verpasst und hätte meine Stärke noch ein paar Punkte höher trainieren können. Na, egal, was soll's. Dann lege ich mich aber hin auf den Frust, trinke meinen Rausch aus von den Heiltränken und in der nächsten Folge werde ich mich dann zu Xardas teleportieren und ihn mal zu diesem Schwert befragen, denn diese Folge ist schon wieder viel zu lang und deswegen ist sie jetzt auch zu Ende. Tschüss!